Ja, so viel dazu. Die Verabschiedung war jetzt natürlich total unsinnig. Was haben wir denn hier? Was? Vorbereitung, Verarbeitung? Ich weiß nicht, ich habe das nicht richtig lesen können. Hauptsache mal aufmachen. Und so wie ich mein Glück kenne, springt mir gleich irgendwas ins Gesicht. Moment mal, hier ist doch irgend so ein. Tada! Habe ich doch richtig gehört. So, da sind Drohnen. Sind das so böse Drohnen oder? Nee, die löschen da das Feuer. Mit enormem Druck wird hier Wasser Dylan, ich warte am Leak in Brain versprüht. auf dich. Ich freue mich darauf, dir bei der Suche nach Johnny zu helfen. Johnny? Johnny Greenteeth, das Schreckgespenst aus Slum 404. Er erinnert sich noch an die alten Gänge unter der Bastille. Zumindest sagt Edge das. Okay, ich komme rein. So, Gefahr. Dieses Feuer ist sogar noch heißer als das letzte. 1041 Grad. Das andere war irgendwo bei. Hält die sich hier extra die Nase zu? Wegen dem Rauch oder was? Das ist ja cool. Ja, also Details finde ich ja immer ganz wichtig. Für die Glaubwürdigkeit von der Story. Was haben wir hier? Nessist. Nessist Gedöns. Boah. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe diesen Abgrund übersehen. Das hätte im echten Leben vielleicht zu Problemen geführt. Und Sprung. Hier geht's auch nur runter. Ist nicht so gut. Was macht das? Bringt das jetzt was, dass das da dran rumfuhrwerkt? Oder muss ich darüber springen? Ach, ein Bedienfeld. Ha, okay, alles klar. Entschuldigung, nicht drauf geachtet. Und da ist so ein komischer Käfer. Bin ich jetzt durch die Wand? Ach nee, der hing da unten drunter. Also mich irritiert das so ein bisschen, dass die weiß sind. Aber jetzt ist meine Riesenfrage. Wie? Ach so. Einfach springen. Gut. Diese Masken hier, also ich meine, es sind ja keine Masken. Also es sind schon Masken, aber es sind ja quasi nur die Frontblenden von den Köpfen von diesen Robotern. Die haben ja schon so ein bisschen was Horrormäßiges. Auch nur ein bisschen, aber wenn man da nicht so drauf steht. Ist das da oben ein Hologramm oder liegt das jetzt an meiner Grafikkarte? Was war das? Es war wohl ein Hologramm. Flutlicht an. Hier, da geblieben. Was ist denn das für ein Heini, ey? Kann ich hier auch hochklettern? Nein, ich kann nicht klettern. Es geht mir so ein bisschen auf den Keks. Ist hier was? Nein. Mich springt doch mit Garantie gleich irgendwas. Oh, Alter! Oh. Okay, bis ich mal irgendein Spiel mit einer Facecam aufnehme, das dauert noch eine ganze Weile. Oh, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Was soll das? Ich wollte gerade sagen, mich springt doch bestimmt gleich irgendwas von oben an. Boah. Ja, jetzt kommen die ganzen harten Leute, die sich das hier angucken und sagen, oh, was bist du für ein Weichei? Und öffnen. Wo ist da jetzt was? Und was ist das da hinten? Ich muss jetzt nicht gegen irgend so einen Teleportationstyp antreten. Gegen mehrere. Extrem uncool, ihr Säcke. Boah. Ach nee, ich wollte doch. Oh Gott. So.
und so und so. Und ich wollte doch eigentlich jetzt mal hier so eine Regenerations-Kombo machen. Yeah, jetzt habt ihr ja wohl echt nicht mehr alle. Ich weiß halt echt nicht mehr, wie das anfängt. X, Y, Y, X, Y, Y, oder nicht? Na, immer der falsche Knopf. Immer der falsche Knopf. Wieso geht denn auch ständig das Licht aus, ey? Ich will doch da hinten. So. Leute, jetzt gibt's aufs Maul. Je schneller, desto besser. War das jetzt... Gruselig, sie werden unsichtbar. Mich wundert die böse Scheiße, die aus diesem Himmel kommt, schon lange nicht mehr. Ich bin bald da. Halt so lang die Augen offen. Ja. Extrem uncool. Hallo C3PO. Du, der du die Augen hinten hast. Ah, was zum Heilen. Ich freue mich. Sehr gut. Wo geht's denn weiter? Ich schaue mich um. Da oben. Genau. Memorize. Vertraut uns. Wir sind die Guten. Hochspannung. Ja, Hochspannung ist ja nicht so cool. Flucht vor Klimawandel. Bürgerkrieg. Seit Generationen. Hochspannung ist ja mein persönlicher Erzfeind. Vermutlich auch der Grund, warum ich früher mit Pikachu nicht so gut klarkam. Ist erschreckend, wie oft ich irgendwas von Pokémon erzähle, ne? Ja, das war halt damals so. Wow! Und eine Ratte. War das ein Nacktmull? Aua. Bleib hart, Nillen. Genau, bleib hart. Laderampe B. Ah, ich bin angeschlagen. Ich kann nicht so gut laufen. Das ist natürlich uncool. Die Tür geht auch eher auf wie so ein alter Epson-Drucker. Was genau war da oben jetzt? Alles nicht so nett. Beeindruckende Szenerie. Also jetzt mal ganz ehrlich, das sieht doch schon wieder so aus, als würde ich jetzt da runterspringen und dann gibt es den ultimativen Fight mit irgendwelchen... Ich mache jetzt hier die Tür auf, dann kommen da irgendwelche Teile runter. Ja, ja, ist ja klar. Wo mache ich hier das Licht an? Das hat man ja überhaupt nicht kommen sehen. Aber wenigstens sind es nur zwei. Die Sackratte da oben macht das Licht aus. Macht den Strom aus, meine ich. Was war denn das jetzt? Sensendos. Fährt alle Sensens herunter, betäubt alle Gegner, enthüllt Unsichtbare. Aha. Dos. Öffnen Sie das S-Impressionsrad und markieren Sie das Sensendos. Ach so, aha, aha. Ja, dann mache ich das mal. Und zwar hier unten. Gesperrt, 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 gesperrt. Na gut. Und nun? Okay. Und wie lange hält das jetzt an? Gar nicht mal so lange. Okay, alles klar. Jetzt, also, es geht halt echt... Ja, verwenden Sie Tralala. Wenn ich die gar nicht sehe, kann ich die auch schlecht an den Mann bringen. Okay, also immer wenn ich irgendwo ein Ausrufezeichen sehe, was hier ständig der Fall ist, dann kann ich die dann wenigstens... Ich treffe die doch gar nicht, wenn die nicht... Wenn die sich nicht materialisieren. Oh nee! Ach Mann, ey. Ich müsste mir echt mal diese Kombos da drauf schaffen.
Ja, Moment. Wieso genau ist das denn jetzt schon aus? Ich finde das alles uncool. Nicht genug Fokus. Ich weiß halt original nie, wann da einer ist. Ja, so. Ja, nein, nein, schlicht, hey, Alter. Mhm, sie können das alles ihrer Taktik anpassen. Es wäre sehr schön, weißt du was, ich gehe jetzt nochmal hier rein und bastel mir jetzt mal was ganz, ganz Einfaches. Und zwar kommt hier jetzt dieses Y-Ding hin. Wieso kann ich das nicht auswählen? Das hier möchte ich doch... Wie war das denn? Das möchte ich entfernen, genau. Dann brauche ich da so ein X, das habe ich dann halt da. Und dann brauche ich hier noch dieses Y. Und dann bastel ich mir das hier jetzt einfach echt nur noch so zusammen. Ja. Dass ich hier aufgeladen werde wie ein Wahnsinniger. Gut. Und das hier ist dann jetzt halt erstmal frei. So, und dann setze ich den hier... Warte, Entschuldigung. Den Infernisch, weißt du? Und mach hier das dahin. Okay. Also, habe ich hier... Y, X, Y, X, Y. Sollte doch gehen, oder? Wenn ich den gebacken krieg, ich voll Hohlbrot-Dödel-Depp. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Ja, ich bin hier. Du bist ja lustig. Ich schieß dich jetzt von der Wand. Ey. Das gibt's doch nicht. Was? Mir tun die Augen weh. Wie habe ich denn das jetzt gestartet und warum? So, und jetzt gibt's aufs Maul. Aber mal so richtig böse. Bam, bam, bam. Und der nächste. Ja, komm, wir probieren es mit der Raserei. Ich habe sonst echt keine Chance mehr. Ach, verdammt. Ist die Raserei durch? Das gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht. Ah, Mann, mir geht das alles auf den Sack. Ich bin halt echt schlecht. Gib's ja zu. Bis die mich... Bis ich die das erste Mal getroffen habe. Vor allem, ist das nicht ein Ticken unfairer jetzt irgendwie? Weil eben war doch wenigstens bei den ersten beiden das Licht noch an. Vier Mann auf einmal und ich sehe sie alle nicht. Mach doch mal hin, du! Ja, jetzt geht's doch langsam! Nein, nein, nein. Das ist doch alles gar nicht so einfach. Genau, bleib doch einfach mal stehen. Nein! Der Letzte! Der Letzte, der noch gestanden hat. Jetzt habe ich es einmal gepackt. Okay, diese Folge geht jetzt auf jeden Fall mal mindestens so lange, bis ich diesen vermaledeiten Kampf hier geschafft habe. Ja, Strafe würde ich ja gerne mal hier austeilen. Weich aber auch nie aus, ich Idiot, ne? Ah,
Jetzt. Das kommt doch hier alles super. Ja, Mann. Volle Energie. Was hast du dein Gesicht verloren? Nee. Ich warte jetzt einfach ab. Ja. Erzähl du mir was von der Currywurst, auch gut. Raserei, komm. Ohne Rücksicht auf Verluste gibt's jetzt hier. Wer da ist, wird jetzt verkloppt. Und wer nicht da ist, der kriegt halt noch eine Gnadenfrist, aber. Echt nicht schön hier. Nee. Vor dem einen Typen muss ich jetzt ständig ausweichen. Oh, und jetzt sind sie beide weg. Ey.